Sanchez. Sie gehen vor. Wir müssen verhindern, dass die Helgas unsere Linien durchbrechen. Und bringen Sie uns hier lebend raus. Ja, Sir. Feuer frei. Es ist endlich soweit. Der wohl am sehnsüchtigsten erwartete Shooter der PS2-Welt liegt endlich in einer fertigen Version im Laufwerk. Willkommen zum großen Killzone-Test in PlayTV. Wir kämpfen uns mit den Streitkräften der ISA durch besetzte Straßenschluchten und gegnerverseuchte Landstriche und zeigen euch dabei niemals zuvor gesehene Spielszenen aus Sonys brachialem Actionfeuerwerk. Eine Besonderheit an Killzone ist die Möglichkeit, vor jedem Einsatz ein anderes Teammitglied auszuwählen, welches die aktuelle Mission bestreiten muss. Hier zum Beispiel sind wir mit dem Artillerieexperten Rico unterwegs, der die schweren Geschütze bevorzugt. Wer denkt, dass im Killzone-Team alle beste Freunde sind, der irrt übrigens. Woher wissen wir, dass er kein Doppelagent ist, hä? Wer sagt uns, dass er nicht auf der anderen Seite steht? Und wie viele von der anderen Seite habe ich Ihrer Meinung nach in der letzten Stunde erledigt? Ihr Bastarde, schert euch doch einen Dreck um eure Leute. Versuch's doch. Abschaum. Komm her. Hau ab, Schlampe. Wenn sie schießen, dann sind sie tot. Tja, auch eine Spezialeinheit knallharter Profis hat ebenso ihre Differenzen. Wenn es hart auf hart kommt, dann halten Truppenführer Templer, Schleichexpertin Luga, Hitzkopf Rico und der undurchsichtige Spion Harker aber bedingungslos zusammen. So wie hier. Diesem Helgas-Panzer im 5. Level ist nur mit einem mächtigen Granatenwerfer beizukommen. Lassen Sie den APC vorbei, dann erledigen wir das Fußvolk. Suchen Sie Deckung und warten Sie auf mein Signal. Und auf die tatkräftige Unterstützung eurer Truppe müsst ihr euch absolut verlassen können. Denn in Killzone sind Einzelkämpfer schnell aufgeschmissen. Statt blindwütiger Ballerei stehen im Sony-Shooter Taktik und bedachtes Vorgehen im Mittelpunkt. Erst denken, dann feuern. Trotzdem kommt im Guerilla-Silberling die Action aber nicht zu kurz. Wenn das herkömmliche Waffenarsenal nicht ausreicht, dann entert der Killzone-Krieger auch schon mal ein stationäres Geschütz. Die äußerst sensible Zielsteuerung sowie der stets im Auge zu behaltende Überhitzungsgrad der Maschine fordern dabei eure vollste Aufmerksamkeit. Die Ähnlichkeit mit gewissen Hollywood-Spektakeln der jüngeren Zeit ist übrigens vom Entwicklerteam beabsichtigt. Oh, Scheiße. Helgas! Die holländischen Programmierer verstanden es meisterlich, euch 11 Levels lang auf eine emotionale Achterbahnfahrt zu schicken. Das Missionsdesign wechselt ständig zwischen martialischen Materialschlachten wie den eben gesehenen und nervenaufreibenden Schleichpassagen, in denen die Stille noch mehr Unheil als der dröhnende Orchester-Soundtrack verheißt. Level 6 mit dem Namen Nebliges Wasser ist dafür ein Paradebeispiel. Der dichte Dschungel zwingt euch zu extremer Vorsicht, könnt ihr doch kaum die Hand vor Augen sehen. Trotzdem stolpert ihr unvorhergesehen ins Kreuzfeuer der Helgas-Truppen oder seht euch urplötzlich einem brandgefährlichen Kanonenboot gegenüber. Überhaupt ist die äußerst dichte Atmosphäre einer der größten Pluspunkte von Killzone. Die Jungs von Guerilla legten viel Wert auf einen hohen Realismusgrad. Und diese Detailversessenheit zeigt sich an allen Ecken und Enden. Sei es das clevere Verhalten der Gegner, zerstörbare Gegenstände eurer näheren Umgebung oder sogar die Nachladeanimation der Spielfiguren. Der interplanetarische Krieg zwischen den Erdentruppen und den Helgas-Rebellen zieht euch unweigerlich in ihren Bann. Die Helgas haben hier scheinbar ein Lager errichtet. Okay, Jungs, wir müssen hier irgendwie durchkommen. Überflüssig zu erwähnen, dass auch die Story mit der einen oder anderen Überraschung aufwarten kann, bevor ihr das imposante Finale erreicht. Aus Spannungsgründen wollen wir diese aber noch größtenteils im Dunkeln lassen. Aber zurück zur Action.
In der Mission Verborgene Vergangenheit ist es eine eurer Aufgaben, diese in Feindes Hand befindliche Basis zu erobern. Und spätestens da spielt es keine Rolle, mit welchem Charakter ihr in die Digi-Schlacht zieht. Gegen die geballte Übermacht hilft nur schweres und schwerstes Geschütz. Übrigens, auf dieser DVD zeigen wir euch außerdem, wie sich die Wahl eures Killzone-Charakters im Spielverlauf niederschlägt, und wir präsentieren euch das umfangreiche Making-of des Sensationsshooters für die PS2. Der Sternenkrieg hat gerade erst begonnen.